Hallo und herzlich willkommen hier zum Talos-Prinzip. Es geht wieder weiter hier. Ja, wir haben ja hier schon probiert ein wenig. Aber den Clou habe ich noch nicht gefunden, wie es weitergeht hier. Ich meine, wir haben hier oben einen Jammer stehen. Bin ich hier sicher? Ja. Ich kann den hier da durchlassen. Dann ist der weg. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich den Störer nicht weiterbekomme. Ich kann mit dem Störer hier zum Beispiel das Feld hier stören. Was mir nichts bringt. Ich müsste mal testen. Kann ich vielleicht die Kugel hier durchlassen? Das haben wir noch nicht probiert. Ups. Ja, ein bisschen zurück. Die hat sich jetzt nicht schon aktiviert. So, jetzt gehen wir in die Ecke. Und jetzt störe ich mal hier das Feld. Mal gucken, ob die jetzt hier abbiegt. Jawohl, die geht jetzt durch. Jetzt mache ich hier mal zu. So, was macht die jetzt? Die geht bis zum Türchen hier, okay. Da prallt sie ab. Okay. Bringt mir das irgendwas? Ich muss hier auf jeden Fall mal durch. Also wir müssen das Tor aufkriegen. Damit die Kugel weiterkommt und hier die Kanone zerstört. Aber momentan ist hier noch geschlossen. Ja, und jetzt muss ich einfach mal... Wie ist es, wenn ich den Jammer da unten hinstelle? Kann ich den dann von unten, von oben packen? Ja, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Geh. Ja, beruhig dich. Ich bin gar nicht da. Also muss ich kurz wieder abwarten, bis sie wieder geprallt ist. So, jetzt können wir. Ah, jetzt hat er. Kann ich die mitnehmen? Ja. Das geht. So. Also jetzt habe ich einen Jammer, einen Störsender. Haben. Jetzt habe ich nur das Problem. Mal. Schnell weg. So. Jetzt können wir hier die Mauer stören. Yes. Das war der Clou hier. Da haben wir noch einmal so eine Mine. Eine Annäherungsmine. Da haben wir noch eine. Jo. Ich kehre mal kurz um. Mein Kind, einen anderen Weg zu suchen, bringt dir keine Schande. Versuche, dieses Geheimnis ein andermal zu lösen. Jetzt tu mich doch nicht schon wieder hier bremsen. Wir kommen doch hier an den Schlüssel dran. So. Dankeschön. Es ist zwar ein schöner Hinweis, aber es geht doch alles. Was will denn der? So, alles klar. Wo ist denn jetzt die andere Drohne, hä? Irgendwie macht man das gerade hier. Da
Ah, die geht hier hinterher. Die verfolgt mich. Nee, nicht mit mir. So, ich kann mal Tschüss hier. Nein. Die Kugel stören, jawohl. So, benutzen. Quietsch. So, dann müssen wir jetzt den Jammer nehmen, den schnell hier hinstellen und dann abhauen. Ja, stören, weg hier. So, nee, jetzt steht ein Weg, ne? Mäh! Mist! Komm mich nicht mal an den Dinger ran. Das wird jetzt unschön. Na, da müssen wir hier noch einmal. Zack, Bums. Ja, ich muss jetzt hier. Beruhig dich. So, wieder die weglassen. Ja. Also die Dinger seitlich hinstellen, damit das Ding nicht abprallt da dran. Ja, da muss man einmal aufpassen, ne? Wo stelle ich das Ding auf? So, und jetzt gibt es gleich hier einen Rums hier. Ja, jetzt haben sie sich entdeckt. Boah, das Pfeif ist ja schrecklich. So, Bums. Sehr schön. So, jetzt macht sie hier Fatz Patz. Können wir den Schlüssel einfach wieder mitnehmen? Mäh, ich will den Schlüssel wieder haben. Den brauchen wir sicherlich nicht. Da sind noch mehr Schlüssel dran. So. Da ist eine Leiter. Warum ist hier eine Leiter? Ah, hier geht's auf. Was soll da wieder runterkommen? Außergewöhnliche Hartnäckigkeit. Er kann versuchen, scheitern an der Neut. Jawohl. Naja, gut. So arg gescheitert sind wir jetzt auch nicht. Warum kann ich denn jetzt eigentlich. Ich kann doch hier einfach runterspringen. Da brauche ich doch die Leiter nicht. Ja. Na gut, hier ist es halt aufgegangen, aber ja. So. Kann ich jetzt eigentlich hier ein Rad haben? Ich weiß, wie es funktioniert. Ihr habt Antworten, ich brauche Antworten. Wir könnten sicher eine Vereinbarung treffen. Jetzt haben wir an diesem Ort dürfen jene, die sich als würdig erwiesen haben, den Rat meiner Boten suchen. Aber sie werden ihre Weisheit nicht leicht preisgeben, denn deine Errungenschaften müssen deine eigenen sein. Ja, deine Arbeit hier ist getan. Nun musst du nur den Ausgang finden. Automatisches Antwortsystem, ja, Version 0001, jawohl. Und bei uns war jetzt 0008 hinten dort gestanden. So. Weiß zu viele Nuller, aber ja. So viele Nuller verwirren noch bloß. Schon als bei der Kontonummer dann hier so verwirrend, ne? Da ist so viele Nuller drin. Da musst du auch mal aufpassen, dass du es richtig geschrieben hast. So, dann haben wir hier noch das hier. Das machen wir auch gleich. Ja, wir werden schon gucken, was hier jetzt dann hinter den Blinkereien da ist. Da kriegt man wieder so ein Dreierteil. Eingesperrt und den Schlüssel verschluckt. Das ist nicht günstig, wenn man das macht. Wenn man selber den Schlüssel verschluckt, dann muss man eine Weile warten, bis du wieder rauskommt, wenn man Glück hat. Wer sich verkeilt, hast ein Problem. Dann kannst du nur noch Schlitz machen und ihn raus operieren. Ne? So, hier gibt es eine Tür. Also da brauchen wir einen Schlüssel. Aber hier können wir auch jammen. Hier höre ich wieder eine Kanone summen. So. Ja, das ist eigentlich ganz easy, dass wir das erstmal jammen hier. Ja, abgeschlossen. Und einen Dietrich haben wir nicht. Ja, nee, Dietrich kam einfach wieder nicht mit, ne? Jetzt haben wir es. Hier ist eine Kanone, da ist eine Kanone. Okay, was bewacht denn die Kanone? Ein Jammer, okay. Ja, wir können leider nicht rennen, da hat die uns schon lange abgeschossen.
Hier ist der Schlüsselbund. Yes. Naja, das war jetzt ein bisschen albern eigentlich, ne? Ja gut, aber es ist halt so, dass man hier durchkommt, den Jammer mitnimmt. So, und jetzt können wir... Ja, zuerst, dass wir die Kanone stören. Dann wenn wir den Störer bekommen. Dann stören wir hier. Dann nehmen wir die mit. Und dann hier. Okay. Problem. Moment, hier gibt es eine Leiter. Im Ernst? Ja, die Leiter ist aber nicht zugänglich, oder? Ja, es gäbe hier eine Leiter. Ah, ich sehe es nicht. Ja, wie mache ich denn das? Ich kann ja nicht. Ah, doch, ja, ich bin ja natürlich wieder dumm. So. Natürlich so wieder, ne? So, dann kriege ich den Jammer ja weg. So. Bitteschön. Jawohl, und für was ist die Leiter hier? Ach so, da gab es gar keine Gegenleiter. Ah ja. Hab ja gedacht, ne? So, so einfach war das. Und fertig sind wir. Darf wieder nichts mitnehmen, leider. Ah, hier ist wieder ein Ding. Es ist offensichtlich, dass ich nicht der Erste bin, der diesen Pfad beschreitet. Um genau zu sein, scheint es, als ob alles bewusst geplant wurde. Aber war es die Stimme im Himmel oder eine andere Macht? Ja, wieder Schieb. Okay. So, dann gehen wir mal weiter im Kreis. Ja, den zweiten Stern habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt, wo das sein könnte. So, hier gehen wir abbiegen. Für später aufgehoben. Ja, was wird für später aufgehoben? Das ist hier die Frage. Da haben wir einen Störer, okay. Ja, wir brauchen wieder einen Schlüsselbund. Da ist die Kugel, die wird gestört aktiv, okay. Ja. Hier kommen wir ans Tor. Hier sind aktive Drohnen. Da ist eine Kanone. Da ist der Schlüsselbund. Moment, okay. Kommen wir hier irgendwie hin? Ja, kommen wir. Das war der einfache Part. Ja, hier sind sogar zwei Kanonen, okay. Dass wir hier nur wieder rauskommen. Die fährt hier vorbei. Mal hier mal aufschließen. Ja, beruhig dich. Brauche ich hier nicht uiuiuiui machen hier. So, sonst hat man ja hier nirgends mehr Dinger, ne? Doch, hatten wir. Das tut aber die Kugel hier jammen. Ja, wir brauchen aber wahrscheinlich beide, ne? Ich weiß aber nicht, welchen Weg die abstreitet hier. Welchen Weg die fährt.
Ja, ist ja schon recht. Beruhigen Sie sich, ich will Sie nicht stören. Ja. So, ich gucke jetzt erstmal hier hinten. Okay, hier sind wir noch sicher. Ja, wir können uns hier vorbeisneaken, aber das wird uns nicht viel bringen. Ja, für später aufgehoben heißt das Level hier. Was heben wir für später auf? Wenn die Kugel hier ist, jetzt in so einem Wir müssen wahrscheinlich die Kanonen jammen. Also gut, dann machen wir das mal. So, von hier aus kann ich doch die Kanone ist jetzt down. Hier. So. Jo, und da geht auch das Ganze auf hier. Ja, war halt doch eigentlich gar nicht so schwer, ne? Aber was haben wir hier für später aufgehoben? Keine Ahnung. So, den zweiten Stern habe ich jetzt bisher hier nicht entdeckt mehr. Jetzt haben wir aber alles durch hier, ne? Meint, der ist nicht so offensichtlich dann. Aber wie gesagt, ich jag nicht nach den Sternen. Ah, das Terminal macht wieder Bip Bip. Und wir haben wieder hier eine Sitzung. Achtung, Ihr Benutzerprofil ist jetzt fertig. Benutzerprofil herunterladen. Ja, natürlich. Lade Userprof herunter. Registrierprofil. Herzlichen Glückwunsch. Ihr neues Benutzerkonto wird erfolgreich registriert. Möchten Sie weitere Informationen angezeigt bekommen? Ja, möchte ich. Konflikte anzeigen. Benutzer hat eine objektive Antwort gegeben, als er nach einer subjektiven Antwort gefragt wurde. Benutzer hat eine bestimmte Ansicht, ja, da ist ein Fehler drin, Ansicht von Persönlichkeit zutage gelegt, fand deren Implikation aber unbehaglich. Benutzer hat versucht, sowohl die Freiheit als auch die Lebensqualität zu maximieren, obwohl diese Ideale inkompatibel sind. Benutzer hat seine moralische Autorität verleugnet, aber moralische Behauptungen verteidigt. Benutzer hat eine widersprüchliche Ansicht über den Wert. Naja, gut, wenn du meinst. Kontoberechnung anzeigen. Nur grundlegende Kontoprivilegien. Was? Wir sind doch Administrator. Da Ihr Konto noch offene Bemerkungen aufweist, kann Ihnen zurzeit kein Administratorstatus gewährt werden, obwohl Sie viele Charakterzüge einer Person aufweisen. Bitte genießen Sie in der Zwischenzeit die Basisfunktionalität Ihres Kontos. Psychologisches Profil anzeigen. Ach du Heiliger. Möglicherweise haben Sie Ihre Leistung bereits kritisiert, aber es ist klar, dass Sie verstehen, wie die Welt der Ideen Sie beeinflusst, obwohl Sie manchmal der Realität überdrüssig sind und es Ihren Vorlieben erlauben, Ihre Ansicht zu beeinflussen. Sie haben bisher ungeahnte geistige Fähigkeiten, die Sie aber bisher nicht zu Ihrem Vorteil eingesetzt haben. Nach außen erscheinen Sie diszipliniert und selbstgesteuert, aber innerlich neigen Sie dazu, besorgt und unsicher zu sein. Aber Sie sind trotzdem stolz darauf, ein unabhängiger Denker zu sein und akzeptieren die Behauptungen anderer nicht ohne zufriedenstellende Beweise. Ja, liefern wir erstmal Beweise, das stimmt. Access.com-Portal. Sie haben derzeit derzeit ein Basiskonto. Netzwerkzugriffe auf
Administratoren beschränkt. Bitte genießen Sie die Basisfunktionalitäten. Ja, toll. Also wir kriegen keinen Administrator Access. So, dann hätte ich hier gern mal ein Ticket an Support, also MLA Support Ticket registrieren. Es tut mir leid, dass ich nicht in der Lage war, Sie besser zu unterstützen. Wenn Sie weiterhin auf ein Problem stoßen, beschreiben Sie es bitte. Kontozertifikationsfehler. Administratorpasswort verloren. Ja, da könnte man doch mal ein neues Profil erstellen. Oder ARK. Ja, komm mal, ARK. Danke, ein Support-Ticket wurde erstellt. Und Ihr Profil angehängt. Sie haben alte Benachrichtigung, sobald die Antwort gesendet wurde. Kann ich nochmal? Nee, kann ich nicht. Doch, Komportal. Ah, nee, geht nicht. Mist. Ja, es wäre egal, was wir genommen hätten, oder? Ja, Exit. Weiß nicht, ob wir... Lass mal gucken. Also, das kennen wir schon alles. Exit. Okay, also wir sind hier erst vorläufig fertig, ne? So, dann wieder durch die 0 und 1 reisen hier. Ja, jetzt können wir hier dieses Stativ uns holen. Benutzen. So, okay, da müssen wir mal gucken. Tetris. So, so rum. Und, ah ne, falsche Seite. Ja, so geht's. So, mit dem Dreierteig geht's einfach. Heieiei, mach doch nicht so Zeder. Gib mir das Teil einfach. So, was kriegt man jetzt mit diesem komischen Vermessungsteil hier oder was es ist hier? In den Sälen meines Tempels gibt es vieles, das du lernen kannst. Denn es gibt vieles, das du nicht weißt. Deshalb bist du ein Kind. Aber Kinder werden gelehrt. Und alsdann erlangen sie Herrschaft über die Länder ihrer Herkunft. So soll es mit dir und deinen Nachkommen geschehen. Okay, Gott. Ja, das ist das Ding da unten reingefahren. Ja, schön. Und jetzt? Ja, ich habe gedacht, ich krieg das jetzt. Toll. So, was ist da? Das ist für den Würfel, okay. Ja, jetzt haben wir das A fertig. Wie schalte ich A jetzt frei? Ist das hier für A? Ja, das ist für A. Weil mich das Geblinke nervt, schalte ich das auch schon mal frei. So, ja, muss einfach sein. Ah ja, ich hab schon. So und so. Gibt vielleicht auch andere Methoden, das reinzulegen. Was ist denn das hier? Ein Schalter, das ist ein Lift, ach so. Wir sind jetzt in minus 1, also im Keller. Wir können nach 0 fahren. Ja, wir bleiben aber erstmal hier, ne? Weil wir haben hier noch so viele Bereiche hier zu machen. Warum soll ich jetzt hochfahren? Ach komm, wir gucken mal nach. Mich interessiert es doch auch. Wir können hier wieder runterfahren. Du hast dich als würdig erwiesen, mein Kind. Und dieses Tor soll dir nun auf ewig geöffnet bleiben. Ja, schön. Suche nun die anderen Welten, die ich dir gegeben habe, als dass du noch größere Herrschaft erlangen und deiner Art Ehre erweisen mögest. Aber vergiss nicht, den großen Turm darfst du nicht besteigen, denn dieser wird dir nur Tod und das Ende deiner Linie bringen. Ja gut, wenn er das laufend betont, dann wird es wohl so sein. Dann machen wir es halt auch nicht. Ah, interessant. Hier wird es ja immer industriell. Hier wieder ein Beep-Beep. Okay. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ich fahre wieder runter. Das ist jetzt also A.
Ja, wie gesagt, wir haben jetzt da im unteren Bereich noch so viel zu tun eigentlich, ne? Und es ist halt bei der Wiese, ich mach's mal alles fertig und danach geht's weiter. Sonst wird's irgendwann hektisch und durcheinander. Und dann weißt du gar nicht mehr, wo ist denn noch was zu machen, ne? So, wir haben ja auch noch das andere Ding hier, zum Beispiel. Jetzt hat wir waren bei 3 auch durch. Gut, bis auf den einen Stern hier, den wir dann noch nicht haben. Bei 2 war auch noch ein Stern zu finden. Jetzt haben wir noch 4. Bei 4 gibt es auch einen Stern. Und da ist das mit diesem komischen Vermessungsstativ-Ding da, oder was es auch immer ist. Ja, auf da rein hier. Wir haben es immerhin freigeschaltet. Ah, hier gibt es auch... Und wir mit ihnen wurden aus Worten erschaffen. Verborgene Worte, für dich nicht sichtbar und doch Teil aller Dinge. Wir sind eine Geschichte. Deine Taten hauchen ihr Leben ein. Und die Geschichte gibt deinem Leben einen Sinn. Ja. Ja, eine interaktive Geschichte, würde ich halt so mal sagen. Ja. Hier kommen wir nach hinten raus, okay. So, jetzt können wir hier runterspringen. Ich glaube, das machen wir lieber nicht. Hier können wir noch hochlaufen. Okay. Da wieder ein weitläufiges Gelände. Machen wir jetzt aber mal nett. Hier war ein Bip-Bip-Terminal. Also gut, dann gucken wir erstmal, was es hier zu sagen hat. Ja, Netzwerk ist wieder nicht da. Wir haben wieder 2 Loks und so ein CL-Arc. Fortgeschrittenes Rebel-Emmel. Das gucken wir gleich mal an. Eine E-Mail, Absender Nadja Sarapai an Ian Verteiler. Betreff Fortschrittsbericht Nummer 1. Hallo allerseits. Alles wurde zur L-Anlage transferiert. Ich weiß, dass es traurig ist, das gute alte Jeff-Gebäude hinter sich zu lassen. Aber es macht Sinn für uns, vor Ort zu sein. Besonders da es in den nächsten Wochen schwerwiegende Stromausfälle geben könnte. Ja, Ström. Arcadus Team arbeitet bereits. Irgendwas mit dran. Aber ihr müsst euch ein wenig Gedanken machen, dass sich die beiden Teams in die Quere kommen könnten. Die Anlage ist wirklich gigantisch. Lasst es uns anpacken, Nadja. Ja, wenn sie so groß ist, naja. Was ist, ist es schlimm, wenn die sich begegnen, die Teams? Na, weiß ich nicht. Mailfehler, dat. Absender Arcadi, okay. An 504 Empfänger. Ich fasse mich kurz. Sie wissen alle, wer ich bin. Also wissen Sie auch, dass ich weiß, wovon ich rede. Mir ist klar, dass Sie alle an Projekten arbeiten, die irgendwie... die uns anbewenden, um eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass die nicht biologischen Elemente unserer Zivilisation nicht so schnell wie möglich handeln. Im Anhang finden Sie eine genaue Erklärung meines Vorschlags, aber hier die Zusammenfassung globales Unterfangen. Ja, das ist alles ein bisschen irgendwie fragmentiert, ja. Anfängetext. Stratum von Stagea über Anfänge, Fragment. Es ist ein schwerer Fehler vieler Philosophen, nicht nur jenen der athenischen Schulen, sondern auch von vielen anderen, dass sie nicht mit der Beobachtung des Kosmos, der uns umgibt, beginnen, sondern indem sie zuerst ihre Schlüsse ziehen. Und oft ist diese Schlussfolgerung, dass die Welt perfekt erschaffen wurde und die Menschheit die größte Schöpfung der Götter darstellt. Doch weder die Welt noch die Götter schulden der Menschheit Perfektion. Es ist pure Arroganz, dies anzunehmen und allen Methoden der Philosophie entgegengesetzt. Der ehrliche Philosoph sucht nicht als die Wahrheit, auch wenn sie keinen Trost bringt, und er muss diese Suche, so wie schon Sokrates sagte, mit der Annahme beginnen, dass alles, was er weiß, ist, dass er nichts weiß. Ja, genau, das ist so ein bekannter Satz, ja. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So, Exit. So,
Alles klar, das haben wir auch abgeschossen. Abgeschlossen war ich natürlich. So, hier kriegt man wieder Teile. Ich weiß nicht, ob ein Würfel. Hilfe! Was ist jetzt kaputt? Siehe, ich bin Elohim. Ja! Und meine Stimme befiehlt der Dunkelheit. Hinfort! Ach so, ja, toll. Weil du Gott bist, kannst du. Überzählige Daten gelöscht. Okay. Daten? Vielleicht waren die aber wichtig. Ja, weil. Löscht doch nicht einfach was, wenn ich nicht weiß, ob sie wichtig sind. Nur überzählig, ja. Ist ja nicht schlimm. Doch, wäre schlimm, weil die Welt hier zusammengebröckelt wäre. Hier ist was kaputt. So, was gibt's denn hier? Klingt mir nicht viel. Mich hier hoch? Nö. Okay. Da ist wieder die Aufnahme. Ja, weg ist er. Toll. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Hier haben wir diese Abbildung. Warum das halt immer wieder kommt, ne? Ja, das sollen halt Subjekte sein, die vor uns waren wahrscheinlich. Und die kommen halt ab und zu hier wieder zum Vorschein. Ah! Ah ja, Glück gehabt. Ah ja, da haben wir Glück gehabt. Ja, ich renne hier wieder durch die Gegend. Ohne Sinn und Verstand eigentlich. Sackgasse. Ah, und hier ist wieder so eine Zeitkapsel. Die Antwort, die ich immer und immer wieder gefunden habe, ist das Spielen. Jede menschliche Zivilisation in der Geschichtsschreibung hatte Spiele. Wir lösen Probleme nicht nur, weil es nötig ist, sondern auch, weil es uns Spaß macht. Sogar als Erwachsene. Gib einem Menschen ein verknotetes Seil und er wird es entwirren. Gib ihm Bausteine und er wird etwas bauen. Spiele sind ein Teil von dem, was uns ausmacht. Wir sehen die Welt als ein Geheimnis, ein Rätsel, weil wir schon immer eine Spezies von Problemlösern waren. Ja, genau, gib mir ein Seil, dann mache ich einen Knoten raus. Klar, nö, mache ich nicht, weil ich keinen Bock habe. Es ist tatsächlich schon so. Ich habe früher auch gern Knoten aus Schnüren rausgemacht. So wie es halt geklappt hat. Da hatte ich so eine richtige... also da konnte ich mich so richtig dran begeistern, bis ich wirklich da alle Knoten aus irgendeinem Faden raus hatte. Wenn ob Bausteine, ja gut, dann baut er was, ja. Oder auch nicht. Kommt darauf dran, wie kreativ man ist, ne? Ob man was baut. So, Cookie, Cookie. Überall Cookie machen. Ich meine, irgendwo könnte ja wieder der Stern versteckt sein. Aber manchmal sind die auch in den Rätseln drin. Und überall ist dieses Stativ abgebildet. Moment, gibt es Laserstrahlen? Und können die Laserstrahlen uns wehtun? Das weiß ich noch nicht, ne? Ja, wo sind wir eigentlich reingekommen? Wo ist denn unser Warp-Punkt hier? Da unten, oder? Ja. Gut, da werde ich wahrscheinlich dann hier erstmal reingehen. Ich meine, man kann diese ganzen Rätsel lösen, wie man will, in welcher Reihenfolge auch immer. Ja, aber wenn ich jetzt schon mal auf unser Öhrchen schaue, dann muss ich leider sagen, die Folge ist hier zu Ende. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Merkt es euch beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like, Kommentar da lassen. Bis denn, euer Lego. Bye, bye.